Heute herzlich willkommen zu einem neuen Video am Stand von Alien & Tees und ein bekanntes Gesicht, der Johannes. Tagchen, schön, dass wir wieder hier sind. Hi Nico, servus. Und ihr habt was Neues rausgebracht, was wirklich sehr interessant ist. Und zwar habt ihr jetzt eine Einbindung von Shure-Systemen in der D-Live. Ja, so sieht's aus. Erzähl mal ein bisschen was darüber. An sich ist es so, ihr seht hier jetzt eine Beta 1.7 Firmware, die wir jetzt hier am Stand laufen haben. Die wird so im nächsten Monat wirklich offiziell auch erscheinen. Und das Besondere hier dran ist wirklich, dass wir es geschafft haben, Shure komplett in unsere Firmware, in das System einzubetten. Das heißt, ihr seht hier QLXD und ULXD, je nachdem, könnt ihr beide nutzen natürlich, durch eine ganz einfache Netzwerkverbindung auf unser Netzwerk, auf unser System, könnt ihr euch dann direkt mit Shure im Moment verbinden. Kommen wird hier dann genauso Sennheiser, Audio-Technica und was auch immer da von euch verlangt, gewünscht ist. Ganz einfache Nummer eigentlich. Dann gucken wir uns doch gerade mal das System per se an. Das System erkennt automatisch alle Shure-Devices, die ihr ansteckt. Im Moment ULXD, QLXD. Für die Zukunft wird es auch Xient geben. Das heißt, einfach eure Shure-Devices anwählen und ihr könnt dann schon sagen, kommt das Signal als Dante-Stream, kommt es analog. Wie gesagt, das ist direkt auf unser Netzwerk aufgesteckt, das wäre dann auch schon Routing. Damit sind wir in dem Screen komplett fertig. Wir haben alle Shure-Devices erkannt, haben sie geroutet, alles ist perfekt. Auf unserem selektierten Preamp dann für den jeweiligen Kanal haben wir dann, ich gehe gerade mal wirklich auf die Ebene dann auch, haben wir dann im Preamp natürlich wieder den selektierten Kanal. Das sehen wir, das stimmt überein. Und haben dann hier unten auch die Shure-Implementierung. Tippen hier auf das kleine Zeichen und haben dann hier unser RF. Wie stark haben wir Empfang? Können hier das Gain von unserem Mikrofon wirklich kontrollieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen rüber, dann sehen wir das auch. Das heißt, hier verändert sich der Gain-Wert des Mikrofons wirklich hoch und runter. Können das Mikrofon wirklich muten, sehen wir dann auch. Wir haben komplett kein Audio mehr. Und was dann noch dazu kommt, ist Batteriestatus und als Besonderheit, wir können wirklich die Shure-Device, den Empfänger, in unserem kompletten Shure-Netzwerk lokalisieren. Wenn wir da jetzt mal drauf drücken, sehen wir dann auch, wie die Shure-Device zu blinken anfängt. Das wäre kanalbezogen. Alles, was diesen einzelnen Kanal betrifft, wird hier ansichtig. Wenn wir mehrere Kanäle haben in unserem Shure-System, können wir hier wirklich sagen, wir sehen alle 4 oder 8 Kanäle und haben hier immer für 4 oder 8 Kanäle oder 16, je nachdem, den Batterieanzeige und unser RF. Ein wirklich, wie ich finde, sehr praktisches Tool. Vor allem, ich brauche keinen zweiten Rechner, ich kann einfach das mit meinem Pult fernsteuern. Also wirklich eine echt coole Geschichte. Und ja, auf jeden Fall glaube ich, dass das sehr gut ankommen wird beim Publikum. Vielen Dank, Johannes. Sehr gern. Ciao, Nico. Mach's gut.